Ja, und damit bin ich hier wieder in Ardia mit unserer zweiten Folge des Rückblicks. Zwischendurch war ja jetzt die 200er Folge. Könnt euch die gerne nochmal angucken, die hat mir auch relativ Spaß gemacht. Da hab ich ja mit einigen von euch zusammengespielt. Wir waren zwei oder drei Leute. Das fand ich eigentlich nicht schlecht. Oh, jetzt waren, glaube ich, zwei Tote zwischendrin, die ich jetzt nicht mitgezählt habe. Ich glaube, da muss ich doch noch mehr oder weniger ein bisschen aufpassen. Ach, und der nächste Tod. Und ich bin hier, glaube ich, mitten in ein Kriegsgebiet. Und da mache ich das eine Level hier einfach nochmal in einem Tod. Nein, hier am Brustplatz. Warum bin ich da eingestorben? Keine Ahnung. Aber wie ihr seht, hier immer noch absolut nichts mit. Also nichts mit irgendwie in Richtung AOE. Da hatte ich immer noch nicht. Meine Güte. Und ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich in diesen Folgen müsste mal gucken, so wo ich da an Bros Platz war. Das dürften dann, also das hier dürfte vielleicht so 210 oder sowas sein, um die Richtung hier. Oder vielleicht auch die anderen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall die Folgen, dass ich da teilweise auch extreme Schwierigkeiten und das auch noch weit hinein mit dem Sound hatte. Also sprich, dass man meine Stimme kaum erkannt hatte. Aber hier hatte ich mir, glaube ich, dann auch ein anderes Mikro zugelegt. Und da muss ich dann die Einstellung auch erstmal finden. Naja, auf jeden Fall. Es dauert noch eine Weile. Habe ich denn hier schon irgendein EP-Tränke nicht? Aber was ich hier sehe, dass ich mit den Buffs arbeite, was ich ja jetzt so gut wie gar nicht mehr mache. Finde ich ja ein bisschen, naja, was heißt merkwürdig. Aber da kann man ja mal sehen, was man früher alles gemacht hat, sozusagen besser und was war schlechter. Also ich könnte jetzt vielleicht mit den Buffs arbeiten und eben auch. Also ich arbeite ja jetzt mit im Prinzip mit den AOEs und aber ohne Buffs. Damals habe ich mit Buffs, aber ohne AOEs gearbeitet. Da muss ich das jetzt beides mehr oder weniger verbinden. Aber wenn man mal guckt, wie schnell die Zeiten jetzt hier runtergehen bei den Buffs. Das wäre manchmal toll, wenn das in Real auch so schnell runterzählen würde. Oh, und da war der nächste Tod, aber ich glaube, da hatte mich schon wieder jemand erwischt, sozusagen. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich öfters mal versucht habe, hier in Ardia noch das eine Level zu hoch zu gehen. Es fehlt da wirklich nur noch ein Level bis zur 29 und da ist ja auch eine Zeitreise. Die hat mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Wisst ihr, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann? Ach! Ja, die Zeiten, wo ich die Feuerkugel immer noch bei mir hatte. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Mann, ist das lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich noch den Skill hatte, denn ich hatte mal einen Vergessenheitstrank genommen, damit ich umskillen kann. Weil man ja nur eine bestimmte Anzahl von Systempunkten und sowas zur Verfügung hat, damit man dann, also es ist nicht möglich, also zumindest damals, ich weiß nicht, ob es jetzt so verändert wurde, aber nach meinem Kenntnisstand, ihr könnt mich vielleicht korrigieren, war es so,
dass man im Prinzip nicht jeden Skill voll aufleveln kann. Da hat dann dieses Systempunkt und so nicht gereicht. Und ich sehe, ich habe immer noch das Sly-EQ an. Sehr gut. Und jetzt muss ich mich um die brutalen und die mutierten Werwölfe kümmern. Aber erstmal muss ich noch die Imps davor erledigen. Die brutalen sind fertig und jetzt kommen die mutierten ran. Ja, das gibt halt wirklich ein paar mehr Erfahrungspunkte. Wenn ich hier einen großen Platz wäre, ich nicht so schnell erwachsen geworden, sag ich mal so. So, aber jetzt mache ich doch noch mal das nördliche Wachhaus. Ich vermute mal, weil ich da gedacht habe, das eine reicht. Und bevor ich da wieder einmal sterbe, wir haben ja gerade insgesamt, ich zähle ja von den Folgen an, wir haben ja, ich mache das ja in Fünferpaaren, also vier Striche und dann ein Schräg durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fünferpaare, 40 Tote, 41, 42 Tote habe ich bis jetzt erzählt. Gezählt. Ist ja nicht gerade viel oder doch ziemlich viel, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich denke mal, ich glaube, das sieht auch aus, dass es reicht. Und was ihr gerade vielleicht ganz schnell gesehen habt, ich hatte ja dann Freundeseinladung und habe dann auch mal geguckt, die habe ich jetzt noch. Könnte ich vielleicht auch mal wieder machen. Da sieht man auch sowas, was man mal früher gemacht hat und was man mal wieder machen sollte. Und zwar habe ich da immer geguckt, ob jemand online ist. Das könnte ich auch jetzt mal wieder machen. Also wenn ich dann wieder spiele. Sozusagen. Das sind ja jetzt alles Rückblickfolgen. Und wer mag, die Rückblickfolgen sind ja jetzt fünf am Stück von Montag bis Freitag. Wer mag, kann am Samstag sich alle Folgen hintereinander geschnitten anschauen. Das sind dann fünfmal anderthalb Stunde, 5 Stunden und dann fünf halbe macht nochmal. Vier halbe Stunden sind zwei, macht sieben. 7,5 Stunden, falls jemand Lust hat. 7,5 Stunden sich durch den Rückblick zu arbeiten. Aber ich sehe gerade, ich bin aufgestiegen und kann mich jetzt in Richtung Zeitreise durcharbeiten, aber da muss ich erstmal Ski, den ich gerade besiegt hatte, beziehungsweise der mich vielleicht auch besiegt hatte, ich weiß es nicht. Und jetzt muss ich zu Crow oder Craw, ich vermute mal Craw war das ausgesprochen. Ja, ich frage mich immer noch, warum war ich damals so stur und wollte auch absolut nichts von AOEs wissen, weil ich eben kein gutes Equipment hatte. Da alle auf mich eingestürmt sind. Aber Crow hatte ich getötet, bevor er mich getötet hatte. Also nachdem ich hatte er mich auch erledigt. Und jetzt muss ich mich an Heinz wenden. Und jetzt muss ich das Pausenbrot von Heinz besorgen. Das hatte ich auch gefunden. Und jetzt geht's an Rukia. Das Gute ist, dadurch gibt es natürlich auch immer noch mal ein paar, weil ich mich ja durch die Monster kämpfen muss. Ach, hier musste ich warten, bis er endlich gespawnt hat. Oh, und, ist er fertig? Warum muss ich mich da hier durch die Leute wieder durchkämpfen? Also durch die Skelettsoldaten, beziehungsweise Rebellensoldaten. Ja, weiß ich nicht. Und jetzt muss ich eine Federspitze finden, okay. Merkwürdig. Daran kann ich mich absolut nicht mehr erinnern. Ich kann mich noch an was erinnern.
Aber nicht zur Zeitreise, aber das sah ganz an. Ach nee, jetzt kommt's. Nee, doch nicht. Merkwürdig. Richtig merkwürdig. Na gut, jetzt wird das mal wieder verkauft. Ach, und jetzt komme ich hier durch, sozusagen. Aber das Doofe war, dass ich damals einfach versucht habe, durchzurennen und nur die Nötigsten zu besiegen. Ich glaube, wenn ich es wie heute mache, alle in dem Gebiet versuchen zu beseitigen, dann wäre es manchmal doch etwas besser ausgegangen. Naja, auf jeden Fall. Ach, bin ich ja gleich in der Zeitreise. Ach, genau, ja, die hat mir auch gefallen. So diese Kellerlabyrinth, das fand ich auch nicht schlecht. Das war schön. Das hat mir wirklich gut gefallen. Muss man echt lassen. Also, muss man sagen, die Anfangsgebiete haben mir mehr gefallen, obwohl das jetzige Schneegebiet, das finde ich, sagt mir auch zu. Also, aber die Anfangsgebiete, die haben mir auch farblich viel mehr gefallen. Die späteren, die waren dann alle so trist und grau. Das war hier am Anfang noch alles schön bunt. Also das war lustig. So, hier hatte ich jetzt, glaube ich, auch mich um alle gekümmert. Wenn ich mich da recht erinnere, beziehungsweise auch nicht. Ach, und die musste ja immer die Türen angreifen, um die aufzumachen. Ja, kann ich mich dran erinnern? Lustig. Na gut, obwohl beim Himmelskrieg muss man ja auch das Tor angreifen, sozusagen. So, aber bin ich nicht, müsste ich nicht bald mal durch sein? Alles? Nee, das sind noch einige. Ich muss noch den Beschwörer Beraglu, das zweite Memphis-Stück. Ich muss da noch so viel erledigen. Dann haben wir auch immer die Türen, die sich dann öffnen, wenn ich dann sozusagen das fertig habe. Aber die Zeitreisen machen mir irgendwie immer Spaß, auch wenn ich jetzt von der Story nicht mehr viel durchblicke und mitbekommen habe, wo ich ja am Anfang immer noch gespannt der Story gefolgt habe. Aber inzwischen, also falls da jemand, kann mir das gerne im Schnellformat schicken, falls ihr da Lust habt. Oder ich lese es mir einfach nochmal selber durch. Das wäre nat ist natürlich auch eine Variante, die man machen könnte. Auf jeden Fall. So, bin ich denn hier? Jetzt muss ich mich an Poktanma wenden, beziehungsweise ihn bezwingen. Und da bekomme ich dann bestimmt auch das zweite Memphis-Stück. Ja. Hab ich auch. Ach, wenn das Rennen so schnell gehen würde in Echtzeit, das wäre toll. So, jetzt muss ich dann auch mal noch mit Paion reden. Gleich, nachdem ich hier alles wieder verkauft habe. Die Musik habe ich mal wieder richtig, richtig schön ausgewählt. Gefällt mir mal wieder richtig gut. Muss man schon sagen. Also habe ich
Also, wie gesagt, es muss einem ja auch immer selber gefallen. Finde ich. Wenn man nicht dahinter steht, dann ist es doof. Weil da kann man auch die Begeisterung anderen gegenüber nicht rüberbringen. Was jetzt allerdings doof ist, dass mich meine Quests nach Adir fühlen und da bin ich auch schon wieder eben gerade gestorben. Und naja. Und jetzt in Ardia fing ja auch schon wieder gestorben. Meine Güte. Also ich kann mich noch dran erinnern. Nee, hier war es noch nicht. Aber irgendwann fing ja dann die. Meine Güte, also in Ardia habe ich wirklich kein leichtes Leben gehabt. Ja, weil ich das auch noch nicht gerafft hatte, dass das hier PvP-Gebiet ist. Und da wurde ich dann dementsprechend halt immer auch abgeknallt, würde ich sagen. Naja, dann muss ich mich halt jetzt eine Weile in Ardia aufhalten. Was halt nicht unbedingt da zu meinen Lieblingsgebieten zählt. Was ihr ja vielleicht damals auch mitbekommen habt, weil ich halt immer getötet worden bin. Und ich glaube, ab hier ging auch so die Diskussion los. Zweimal hintereinander sogar jetzt schon. Weil ich dann halt so gesagt habe, PvP ist nicht mein Ding und so weiter. Man kann auch ohne PvP und ich will einfach keine AoEs machen, weil die mir nicht gefallen und sowas. Da habe ich wirklich rumdiskutiert. Und naja, dann es war so weit, dass ich dann gefragt hatte, soll ich's einstellen oder soll ich gerne weitermachen? Ich weiß nicht, ob das schon hier war, aber ich glaube, das ist erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich glaube, hier sind mehr oder weniger die Diskussionen schon aufgekommen. Und ich kann mich auch erinnern, dass es hier in Ardia auch so eine Art Ini gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob die es jetzt noch gibt, aber dass ich die von Leveln her gemacht hatte. Und da war ich wieder gestorben. Ach, ich glaube, hier war das hier, wo ich dann im Prinzip da auch so sauer diskutiert hatte. Vielleicht weiß das ja derjenige noch, mit dem ich kann das schon gar nicht mehr sagen. Ich weiß bloß noch, dass ich damals ziemlich heftig diskutiert hatte und auch ziemlich sauer geworden bin. Das ist ja schon ein Ding bei mir, dass ich dann nicht gerade sehr sauer werde. Also es dauert sehr lange. Und hier hatte ich, glaube ich, geguckt, ob man da nicht noch eine Dauerquest irgendwo anders annehmen kann, weil ich eben hier immer wieder gestorben bin, sozusagen. Aber das war dann leider nicht der Fall. Ach ja, und hier, der war ja der Rakera. Da war ich ja so richtig schlecht drinne. Und da hatte ich gerade mit jemandem geflüstert, habe ich gerade gesehen. Vielleicht, wer da Lust hat, kann das Ganze ja nochmal zurückspulen, sozusagen, und dann gucken, was da stand.
Aber mit Rakera sieht so aus, als ob ich da meine Probleme hätte. Und ich habe mich dann versucht, irgendwie von hinten anzuschleichen. Das hat teilweise auch nicht so funktioniert. Und da war ich wieder einmal gestorben. Und noch einmal, zwei, drei Tode hintereinander in kurzer Zeit, zumindest hier. Warum auch nicht? Der vierte Tod. Also ich glaube, hier in Ardia werdet ihr dann oft sehen oder gleich sehen, dass ich oft sterbe. Habt ihr bis jetzt auch schon ziemlich, ziemlich oft gesehen. Na gut, jetzt probieren wir nochmal. Ey, ich hatte dann Rakero besiegt. Super. Finde ich ja toll. Hier war ich aber gestorben. Okidoki. Und ich flüstere gerade wieder. Natürlich geht das im Affentempo durch, dass ich das nicht unbedingt so gleich sehe bzw. mitkriege. Und schon wieder ein Tod. Was mache ich denn jetzt hier? Wahrscheinlich habe ich hier auf jemanden gewartet. Und dann lade ich den in die Gruppe ein, dass ich dann dass ich ihm hier helfe beim Leveln. Stimmt. Wow, war ich großzügig. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich da auch den Leuten beim Leveln geholfen habe. Na, warum nicht? Also ab und zu werde ich ja nicht unbedingt zappeln, sondern einfach mal auch ein bisschen versuchen, der Musik zu lauschen. Jetzt gehe ich zum Stein der Einschränkung. Und da werde ich mal schauen. Ich weiß, einige Sachen kann ich mich noch gut erinnern. Und einige weiß ich absolut nicht mehr. Auf jeden Fall war jetzt ein Tod, was natürlich nicht so schön ist. Irgendwie sah es jetzt teilweise gerade etwas anders aus. Tja. Wer weiß. Ach, ich glaube, jetzt kam ich sozusagen in den Dungeon, beziehungsweise Instanz in Ardia. Genau, siehst du, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das, also die hat mir auch recht gefallen. Aber ich dachte, ich wäre da irgendwie etwas später rein. Nicht mit 30, sondern vielleicht irgendwie mit 35, dass sie auf der Hälfte war. Ist ja ein Ding, siehst du mal. Oh, die Musik ist auch teilweise wieder so richtig schön. Und jetzt bin ich gerade in einer Gruppe mit Minos dem Vierten. Auch nicht schlecht. Und jetzt helfe ich wieder ein beim Leveln. Wenn mich das nicht gerade alles so sehr täuscht. Thank you.
Also einfach auch mal Zeit nehmen und der Musik lauschen, weil die finde ich auch sehr schön, die ich jetzt ausgewählt habe. Ich meine, ihr seht ja hier, oh, ich komme gleich an einem, aber den hatte ich jetzt nicht gemacht. Und dann geht's jetzt auch noch mal, denke ich mal, gleich wieder in die Instanz rein. Und ich dachte damals, dass das eine Art auch Zeitreise ist. Und da hatte ich mich dann so gewundert. Aber ich habe mich hier auch gerne aufgehalten. Und wenn ich mich dran erinnere, doch, der Calvi, ich dachte, der wäre schwieriger gewesen. Also zumindest so von den Erinnerungen her. Aber ja, sowas kann ja auch täuschen, wie ihr vielleicht wisst. Oder denkt oder vermutet. Ja, ich will ja auch gerne so ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und deswegen werde ich auch öfters mal, in der ersten Folge habe ich es ja nicht so gemacht, aber auch einfach mal Passagen einbauen, um der Musik zu lauschen, ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Denn ich finde, ihr seht ja selber, was hier so passiert. Auch wenn es sehr schnell ist. Ich muss ja nicht immer was dazu quaken. Ist meine Meinung. Vielleicht seht ihr das ja anders. Aber auf jeden Fall freue ich mich auch über diesen Rückblick. Auch wenn es für mich sehr viel Arbeit ist, ist doch eine schöne Sache. Hier hatte ich, glaube ich, eine Rune der Bündelung besucht. Hatte ich da schon, wollte ich da schon meinen Umhang machen? Den ich jetzt zurzeit habe? Weiß ich gar nicht mehr. Das klingt jetzt sehr kratzend, so ein bisschen kirchlich, die Musik. Nicht unbedingt das Beste, würde ich meinen. Oh, toll! Das klingt jetzt richtig abenteuerlich, dass es gleich losgeht. Oh, jetzt bin ich schon in. Oh, das war doch ein tolles Gebiet hier. Aber ich benutze noch immer kein, ich dachte in dem Gebiet hier hätte ich schon von AOEs benutzt, aber sind noch keine da. Ja, okay. Jetzt kommen die AOEs. Vielleicht habt ihr es gerade mitgekriegt, dass ich einen Vergessenheitstrank genommen habe und neu geskillt habe. Okay, das. Ja, ich wusste, dass ich da einen Vergessenheitstrank genommen habe. Und jetzt hatte ich mir auch so Glückstränke und so gekauft, dass ich so ein paar Sachen uppe oder appe. So hoch, bisschen höherwertiger mache. Aber jetzt fragt sich, wann. Dass ich endlich mal die neuen Skills reinbringe.
Na gut, vielleicht war es auch nicht so gut, den Mithril-Stock. Aber ich hatte halt einen Stock genommen, weil ich dann in Ganta tragen kann und dann mehr Verteidigung hatte. Aber jetzt habe ich ja wieder eine Route. Ah, jetzt nehme ich das rein und jetzt ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich das Ganze versuche, hier in Tarat heißt das Land, glaube ich. Nee, Nesak und Tarat ist wieder das Gebiet. Ach, und hier hat mich, sehe ich gerade, auch schon wieder jemand angeflüstert und ich hab's wahrscheinlich wieder einmal nicht mitgekriegt. Aber wie ihr seht, hat's verdammt auch lange gedauert, bis ich sozusagen das alles angewendet habe und auch jetzt noch, also auch da am Anfang, war ich mit dem Ganzen nicht so sicher. Und hab da teilweise auch noch mit die Feuerattacken benutzt. Bei manchen Sachen benutze ich die ja jetzt immer noch. Und hier gucke ich ja gerade, um den Umhang herzustellen. Hier hatte ich ja schon den Plan, mir einen Umhang zu machen. Also der ist ja immer noch nicht, aber sag ich mal, auf seinem Top-Level, wie er sein soll, wie ich es gerne hätte. Aber das wird vielleicht noch. Ich brauche halt noch eine gute Rune der Bündelung. Und hier will mir gerade einer einen Umhang verkaufen, wie ich das gerade mitkriege. Und aus irgendeinem Grund wollte ich ihn nicht haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war hier mein Equipment, hatte ich jetzt noch das Lei-EQ. Und wenn man sich hier den Silberbetrag anguckt, heute bin ich im Goldbereich. Zwar nicht reich, aber ich habe, glaube, so über 10 Gold habe ich, glaube ich. Naja, auf jeden Fall war hier noch kein neuer Patch draußen. Oh, hier war ich gerade gestorben. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich dann hier das auch teilweise so gemacht habe, dass die Folgen, wo ich hier gekämpft habe, dass ich die beschleunigt hatte. Und dann so, weil hier ging es ja schon, dass demnächst der neue Patch rauskommt. Und da habe ich, glaube ich, dann einfach auch mal so die Patch Notes vorgelesen. Kann das sein? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, das frage ich mich sowieso, was war, was das so eine Eigenart ist. Zeig mal Route, warum? Also ich zum Beispiel, ich würde nie, warum will ich die Route von einem anderen sehen? So eine Sache, was mich überhaupt nicht interessiert, aber wahrscheinlich habe ich da auch irgendwas verpasst. Ist möglich. Ah, hier war ich auch gerade gestorben. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 50, 60, 65 Tode sind wir jetzt schon. Also man kann sagen, im Durchschnitt zwei Tode pro Level. Gut, dann wären wir bei 62. Aber wäre interessant, ob sich das so fortsetzt oder ob sich's noch erhöht. Würde mich dann mal interessieren. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt auch wieder Katzenbiester in Nibelheim, glaube ich.
Oder nee, ich bin im Rosengarten. Oh, duftige Rosen, schön. War ich jetzt gerade gestorben? Nee. Ich war nur durchs Portal gegangen. Weil das eben auch gerade immer so weiß aussieht. Jetzt, wenn ich sterbe. Aber dazu bin ich immer... Doch, natürlich weiß. Ich konnte mich ja da auch am Platz wieder beleben lassen. Also waren das zwei Tode sozusagen. Aber ich glaube, dass die Statistik, also die Todesstatistik, ist jetzt sowieso nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Oder hatte ich hier, ich weiß, ab einem, aber ich glaube erst ab Level 34 hatte ich ja Feuerequipment beschenkt bekommen. Oh, jetzt wird es ja richtig gerade. Jetzt. So ein bisschen Fluch der Karibik-mäßig die Musik. Weiß ich ja, dass ich die, glaube ich, auch mal so mit eingesetzt hatte. Wo dann gespeckert wurde von Seiten YouTube. Das speckert er jetzt so bei vielen verschiedenen Sachen rum. Finde ich ein bisschen lame, aber okay. Ist halt so. Das war gerade wieder ein Tod. Mann, das finde ich überhaupt nicht so schön, dass ich so oft sterbe hier. Und ein Levelaufstieg wäre auch mal nicht so verkehrt. Aber gut, die Musik ist auch nicht so toll, wo ich sagen könnte, lauscht einfach da mal der Musik. Ist ja doch ein bisschen bedrohlich. Und ich habe nur immer noch so kleine Taschen. Warum habe ich mir noch keine großen Taschen da gekauft, frage ich mich. Also ein bisschen merkwürdig finde ich das schon alles. Aber gut, und da war ich gerade auch gestorben, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Es ist doof, wenn jetzt meine Vorschau manchmal nicht richtig die Farben wiedergibt, dann denke ich ab und zu mal, dass da vielleicht was falsch sein könnte oder so, dass ich gestorben bin, weil es dann weiß wird. Aber vermutlich, weiß ich nicht. Vielleicht hat er von euch oder der eine oder andere mitgezählt und kann mir das dann genauer sagen, wie oft ich schon gestorben bin. Also ich... Oder ich müsste halt von Anfang an das nochmal durchschauen, wo ich dann doch... Auch wenn ich gesagt habe, ich gucke gerne meine Sachen an, ist es ja doch so, dass das einmal angeguckt, okay, aber kein zweites Mal. Obwohl, ich glaube, es gab sogar schon Folgen von mir, die ich zweimal angeguckt habe, weil ich die auch teilweise richtig gut von mir gemacht fand. Sich so gut hinbekommen hatte. Na, das klingt ja jetzt auch gerade interessant. Klingt so wie...
Ach ja, ein schöner Tag, wir gehen mal. Und jetzt passiert irgendwas, finde ich. Ich hatte so ein bisschen was davon. Ach, und ab hier ging, glaube ich, auch die Sachen mit der Auktion los, wo Leute immer wieder rumgemeckert haben. Ah, stell das doch nicht so klein, also wenig rein. Wenn ich es dann mal hoch reingestellt habe, wurde es nicht genommen. Und also, es ist immer so. Allen Leuten kann ich es nie und konnte es da auch nie recht machen. Aber mir ist noch was in Erinnerung. Aber ich glaube, das wurde erst dann auch mit dem Patch eingeführt. Das gab es jetzt erstmal noch nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Ach so, und ich habe dann auch immer geguckt, für wie viel das eingestellt wurde. Was ich ja jetzt gar nicht mehr mache. Ich stelle es dann einfach ein. Wie ich das denke. Mann, der fließt ja aber ganz schön schnell durch die Gegend. Kann das sein, wenn das so im, wenn das beim normalen Let's Play auch so wäre, dann wären wir ruckzuck fertig. Habt ihr schon gesehen? In nicht mal 2 Stunden, na doch, sind schon 2 Stunden insgesamt, bin ich schon auf Level 30 gestiegen. Jetzt wollte gerade einer mit mir Duell machen? Nö, gerade keine Lust. Duelle finde ich nicht so wirklich spannend. Beziehungsweise PvP, wisst ihr ja, dass das nichts für mich ist. Aber wir werden noch mal den Auftrag in der Alsmec Magieschule erfüllen. Aber wir sind schon Level 32, also nicht mehr lange. Und ich kann mich auch, glaube ich, daran erinnern, neben den Patch Notes hatte ich das auch so gemacht, dass ich dass ich da auch mal einfach Kommentare durchlese und dann eine Antwort drauf gegeben habe. Stimmt, ich kann mich ja daran erinnern, dass ich dann euch einfach mal gefragt habe, stellt mir mal Fragen und so weiter. Ich will so beschleunigte Folgen machen und ich werde dann drauf Stellung nehmen, dazu antworten. Na, und das hatte ich dann da auch so gemacht. Hatte mich gerade wieder einer angeflüstert mit YouTube. Und ich glaube, ich hatte dann auch Geschenke bekommen. Genauso Ringe und sowas. Das finde ich toll, dass ich da immer, also das heißt nicht immer, aber dass ich da viele Geschenke von euch bekommen habe. Also das fand ich so genial. Ah, und jetzt helfe ich gerade wieder jemandem zum Leveln, X Travis. Und mit manchen. Dann mit manchen hatte ich da, glaube ich, so sogar, aber ich glaube, das war jetzt hier nur ein Zufallstreffer sozusagen. Aber leider habe ich da keine Erfahrungspunkte bekommen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, frage ich ihn dann auch, ob er nicht Lust hat, in mein Gebiet zu kommen. Ach, hier haben wir noch welche. Noch ein. Und zwar den X Make You Scream. Okay. Weil ich. Weil ich da eben,
Erfahrungspunkte bekomme und sie bekommen auch ein paar mehr. Aber ich weiß es halt nicht mehr so genau. Das sind so ein paar Dinge, die man dann alles vergessen hat im Laufe der Zeit. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn mit zu mir genommen. Oder? Nee, jetzt bin ich wieder alleine. Wer war denn das dann? Irgendeinen hatte ich dann doch auch in das Gebiet hier mit reingenommen. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt wieder in einer neuen Aufnahmesession. Dass ich dann auch gar nicht mehr in der Gruppe bin. Möglich. Ist alles möglich. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Spieluhr. Auch nicht schlecht verkehrt, würde ich meinen. Und worauf darf ich jetzt meine Lauscher sperren? Ich meine die Augen. Da gucke ich ja immer so ein bisschen auf die Aufnahme. Aber jetzt renne ich ganz schön wieder durch. Das waren dann wahrscheinlich wieder beschleunigte Folgen. Nee. Immer meine beschleunigten Folgen, die ich da zwischendurch mache. Aber nee, finde ich ja teilweise gut als Abwechslung. Man sollte es nur nicht so häufig machen. Gut, bei dem 500er Special habe ich jetzt gedacht, okay, kann man das mal machen. Was ich vielleicht hätte rausschneiden können, sehe ich gerade. Da wäre das Ganze nämlich auch um eine Ecke langsamer geworden. Die ganzen Sachen in Markut. Aber das weiß man dann immer erst hinterher. Sollte ich bei einem anderen Spiel nochmal 500 Folgen und da genauso einen Rückblick machen, dann, dann werde ich das dann so machen, so etwas Langweiliges rausschneiden. Aber jetzt behelfe ich hier gerade wieder dem X-Travis. Das könnte höchstens sein. Nee, das ist Level 11. Nee, das passt. Ich wollte schon sagen, es könnte höchstens sein, dass ich da Folgen verwechselt habe. Aber nee, das passt ja auch vor Level 9. Also sieht das alles in Ordnung aus. Wahrscheinlich hat man uns dann auch so verabredet, dass ich gesagt habe, heute bin ich online, jetzt können wir mal zusammen zocken. Möglich wäre das. Aber ob so ist... Aber die Musik finde ich gerade auch wieder... Die ist vielleicht etwas aufreibend, aber ich finde, sie passt auch teilweise gut dazu, was hier gerade so passiert, weil es ja doch relativ schnell ist, wohin ich Gegend in der ersten Folge auch gemütlich war. Und, ach, ich probiere mich da gerade mal an der verlorenen Seelen. Deswegen bin ich nach Adir. Okay, ah, und jetzt gehe ich hier in die zweite Schlacht, wo ich dann auch wesentlich mehr Erfahrungspunkte erhalte. Und jetzt bin ich hier mal in der Mission Map. Wow, aber einmal gestorben. Und wieder gestorben. Aber man kann sagen, ich habe es mal probiert. Und jetzt bin ich gerade wieder und mache ich wieder den normalen Quest. Bisschen merkwürdig, warum ich so schnell hintereinander durch die Gebiete alle gewechselt bin. Ich kann mich aber auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich auch längere Zeit in der zweiten Schlacht war. Jetzt helfe ich wieder X-Travis. Aber er ist jetzt Level 20.
Wahrscheinlich hatten wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt verabredet zu spielen. Na gut, aber hier dürfte ich dann vielleicht auch ein paar Erfahrungspunkte hoffentlich bekommen. Aber es sieht nicht so aus. Aber jetzt nehme ich ihn mit in mein Gebiet mit. Aber es sieht so aus, als gibt es nicht wirklich viel Erfahrungspunkte. Und hier haben wir uns verabredet. Aber falls X-Travis, falls du noch zuschaust, scheinbar haben wir ja öfters was miteinander gemacht. Wäre mal schön zu erfahren, ob es dich noch gibt, ob du mir noch zuschaust. Hatte ich ja auch im letzten Rückblick nach X-Travis gefragt. Ne, nicht X-Travis, sondern Black Viper. Er hat ja schon drunter geschrieben, also hat er schon kommentiert, dass er jetzt nicht mehr für Story spielt, aber bei mir noch zuschaut. Aber was mich jetzt gerade wieder wundert, warum war ich da in die zweite Schlacht gegangen, bin da wieder rausgegangen? Ich kann mich erinnern, dass ich da doch länger in der zweiten Schlacht war. Vor allem auch um Geld zu verdienen. Aber wer weiß, manchmal habe ich mich doch recht komisch verhalten und habe dann immer nachgefragt, was hast du jetzt gemacht? Und naja, wir werden es ja sehen. Beziehungsweise ihr werdet sehen, ich werde es sehen. Aber jetzt mache ich halt immer noch gerade den DQ. Aber die Musik ist mal wieder schicki, Mickey. Also Klavier finde ich ja, es kommt immer drauf an, was gespielt wird. Aber das Klavierstück, das gefällt mir jetzt auch recht. Und also das finde ich richtig angenehm und gut. Ah, jetzt bin ich auch wieder in der zweiten Schlacht. Ich glaube, weil es am Anfang auch recht schwierig war. Deswegen bin ich da nicht so oft. Aber wie ihr seht, habe ich da doch recht viel Erfahrungspunkte erhalten. Das einzige Problem war, dass ich hätte vielleicht mehr erhalten, wenn ich Jagd-EP genommen hätte. Aber auf jeden Fall so geben die Monster natürlich schon sehr viele Erfahrungspunkte. Ich finde bloß schade, dass sie das Gebiet hier rausgenommen haben. Finde ich wirklich schade. Aber das sind ja die Spielentscheider, das bin ja. Also die Spiele, also entweder beziehungsweise Gameforge oder Zemi, ich weiß nicht, inwieweit da Zemi mitredet oder Gameforge da eine API gegeben habt und gesagt hat, ihr dürft jetzt das und das in dem Spiel verändern, ich gebe euch die Möglichkeiten dazu. Weiß ich ja alles nicht. Zemi hat ja das entwickelt, sozusagen die Idee dazu gehabt, und Gameforge vertreibt es, also stellt die Server und so weiter. Also da weiß ich auch nicht so, wie es genau abläuft. Oh, jetzt bin ich mal in der Mission und gleich mal gestorben. Das ist ja toll. Aber in der Mission gab es auch oder gibt es auch viele Erfahrungspunkte. Bloß schade, dass es jetzt so schnell durch scrollt, dass ich das teilweise gar nicht mehr sehe. Aber ich glaube, das macht nichts. Das ist nicht ganz so schlimm. Denke ich.
Ja, das ab und zu mal nach Makut nervt natürlich. Und warum bin ich jetzt nicht im Dings geblieben? Wahrscheinlich, weil ich mal wieder gestorben bin und ich das jetzt nicht mitgesehen habe. Und jetzt. Ach ja, ich kann mich dran erinnern. Ich bekomme eine Trainingsstunde sozusagen, wie ich da besser werden kann und besser bin. Es hat nicht viel, also viel geholfen, finde ich, hat's nicht. Aber vielleicht werde ich's mal versuchen. Also da hat mir da so ein paar Sachen auch erklärt. Und na, vielleicht hat's ja doch ein bisschen was gebracht. Auf jeden Fall so einzel also ein paar Sachen. Dass ich jetzt immer Abstand auf, wenn es ein einzelner Gegner sind, rumhüpfe und so weiter, das habe ich natürlich nicht. Also ein paar Sachen habe ich natürlich nicht, weil mir das einfach zu komplex war, behalten. Aber ein paar Sachen weiß ich dadurch ein bisschen mehr Bescheid, zum Beispiel die ganzen Attribute und sowas. Aber wie ihr seht, bin ich ja gerade wieder in der zweiten Schlacht. Und werde mich hier um die Monster kämpfen. Ich glaube, das hatte sogar zwei Effekte. Der erste war halt mehr Erfahrungspunkte. Und der zweite ist Geld, weil die eben schöne Items gedroppt haben, die man dann verkaufen konnte. Und das hat dann auch recht viel eingebracht. Ein Nachteil des Ganzen war natürlich, dass mein Inventar relativ schnell war. Schnell alle war. So, und wie es aussieht, hatte ich mich da aus einer Gilde gelöst. Mann, ich war schon in zwei Gilden drinne. Da kann ich mich ja überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich werd alt. Na gut, ich werde ja dieses Jahr. Die zweite Hälfte der 20er begrüße ich mit einer 6 dieses Jahr im April. Also auch noch relativ jung. Also ich zähle mich auch noch absolut zu jungen Leuten und nicht zu alten Eisen. Obwohl das ja bei jungen Leuten teilweise auch anders aussieht. Oh, die Musik, ist das eine Harfe? Das klingt auch wieder schön. Und hier hatte ich jetzt mal wieder einen Quest, sozusagen Dauerquest. Und jetzt gehe ich mal ins Bollwerk und gucke mir das Ganze an, ob da irgendwas zu erledigen war. Aber anscheinend nicht. Musste ich nichts erledigen. Und ich glaube, hier hatte ich mal geguckt, ob es da nicht auch anderes einzukaufen gibt. Und hier hatte ich den jetzt wirklich besiegt. Wow. Aber irgendwie hatte ich da nichts erhalten. Das war ein bisschen doof. Und jetzt bin ich auch gerade wieder einmal gestorben. Und ich. Schon wieder? Meine Fresse. Und noch einmal. Und noch einmal. Meine Herren. War es gerade nicht schon wieder? Nee, oder? Na gut, jetzt bin ich auf jeden Fall hier in der Mission Map. Und versuche mich auch gegen die Monstren. Was ihr sicher auch seht. Meine Güte, na gut, Mission Map, da wirst du halt oft gekillt. Deswegen habe ich mich gerade wieder für die zweite Schlacht entschieden. Das klingt ja auch gerade wieder so relativ interessant. So, relativ interessant.
Das war jetzt eine Aussage. Gut. Und ich sehe, dass ich hier schon Feuerequipment habe. Na gut, ab Level 34 konnte man das tragen. Und es haben ja, ich habe ja auch Geschenke bekommen. Ich weiß, dass ich das Feuerequipment auch später selbst finde. Ich weiß nicht, ob das jemand hört, aber das Trommeln, das animiert mich gerade so, da mitzumachen. Also ich bin kein Trommler, aber irgendwie animiert es mich trotzdem. Und jetzt bin ich auch wieder in Tarad angelangt. Und ihr könnt mir glauben, dass mir jetzt gerade fast die Augen zufallen, während ich das nachkommentiere und ich noch knapp 20, also eigentlich 28 Minuten, jetzt 27 Minuten habe, die ich füllen muss. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Ich habe gedacht, dass man vielleicht so sagen kann: Aha-Effekt. Oh mein Gott, sieh dir mal an, wie das damals war. Aber ich sehe schon, ein bisschen was hat sich geändert. Und zwar wurde die Seelenkraftperle eingeführt. Okay. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon die Berufe gab. Berufe. Wie komme ich jetzt auf Berufe? Wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Hä? Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig finde ich das gerade für mich. Ich weiß es nicht mehr. Vergessen. Naja, also ihr seht ja, das ist die, na, das tägliche Brot. Gab's das hier schon? Ja, gegen Valoriens Elite Stufe 2. Genau, in der Mission Map. Oh, da war ich gerade gestorben. Fand ich wieder nicht so toll. Aber okay. Und am Anfang konnte man, glaube ich, mit den makutischen Goldmünzen auch noch nichts anfangen, beziehungsweise es gab auch nicht so viel. Jetzt gibt es ja doch ein bisschen mehr. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Die Banshees muss ich erledigen. Ach, ich bin ja auch auf Level 34. Na dann, mach mal die Banshees. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wollt, ob ich jetzt euch einfach mal hier sowas vorschnarchen soll, aber ich habe es gerade wieder gemerkt. Verdammte Axt. Mir sind jetzt wirklich gerade die Augen zugefallen. Das gibt's doch nicht. Und hier, da konnte ich mir gerade angucken, was ich gegen die Siegel. Oh, jetzt geht's hier wieder in Ardia weiter. Oh, das finde ich ja nicht so toll. Ich dachte, ich bleib da in Hoth. Nee, nicht Hoth, sondern wie auch immer das Gebiet hieß. Aber hier sterbe ich jetzt am laufenden Meter. Das war, weil ich da wahrscheinlich wieder ein Dauerquest ausprobiert habe. In Ardia den nächsthöheren. Nee.
Das war wahrscheinlich wirklich nur mal kurz ein Questabstecher. Und jetzt bin ich hier schon wieder in Nesak. Ich glaube, das Land heißt Nesak. Im Reich Derion. Das hatten wir jetzt auch. Und ich muss mit Bul-Tabor reden, wer auch immer Bul-Tabor ist. Und jetzt hatte ich halt auch wieder ein paar Quests oder mehrere Quests. Das finde ich immer gut, wenn man so mehrere Hauptquests hat. Aber hier war gerade mal schwarz. Warum war das schwarz? Wahrscheinlich hat mich da ein Mob gestunt, was gut möglich wäre. Man weiß es immer nicht. Ein bisschen muss ich aber noch. Aber ich würde sagen, wir versuchen uns auch mal wieder ein bisschen den Melodien zu widmen. Oh, und jetzt ist die Musik zu Ende. Darf doch eigentlich gar nicht sein. Oh, das klingt auch schön. Warum machst du jetzt kein Vollbild mehr? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ah, jetzt machst du wieder einen Vollbild in meinem Programm als Vorschau. Ah, da ist gerade wieder einer, der mich anflüstert. Warum habe ich das am Anfang auch noch so ein bisschen gut mitbekommen? Inzwischen kriege ich sowas überhaupt nicht mehr mit. Äußerst merkwürdig, würde ich meinen. Oder seht ihr das nicht so? Jetzt sind wir wieder bei Jezenansiegel. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich das doch schon. Aber jetzt. Ah! Jetzt ist ja schon das neue. Du musst so und so viel Mobs in dem Gebiet erledigen. Ah, da sind wir ja schon. Aber ich war hier immer noch nicht so schlau und habe gesagt, okay, du holst jetzt erstmal 5 Siege davon. Und so habe ich es ja gemacht, von da den Auftrag geholt, dass ich zu dem gehen soll. Dann das gemacht, Siege geholt und dem abgegeben. Den Typ da am Schloss. Und jetzt mache ich es ja viel effektiver. Ein paar Siege holen und dann abgeben. Naja. Aber wie gesagt, damals war einiges nicht ganz so in Ordnung. Und oh, die Seenkraftperle ist voll. Aber damals war es ja auch noch so, als das mit der Seenkraft eingeführt war, fällt mir nämlich gerade ein, da hat man dann halt, wie ihr gesehen habt, draufgegeben, wenn man eine Zahl hatte, als Glückszahl, die dort vorkam, bekam man das ganze Gold. Jetzt bekommt man Gold auch oder Silber, Bronze, wenn man kein Glück hat, aber man eben, aber dann, also wenn man es keine Glückszahl hat, die denen entspricht. Aber man bekommt halt trotzdem ein bisschen was. Und meistens auch noch Erfahrungspunkte zusätzlich. Hier das Tränkchen. Wie heißt's denn? Ich komme gerade absolut nicht auf den Namen. Nicht Quest-EP, sondern Jagd-EP. So, genau, so ist es.
Musik finde ich auch teilweise wieder richtig, richtig schön, die ich dazu gewählt habe. Und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, beziehungsweise, weil die Folge ja auch noch rechtzeitig raus muss, habe ich hier einen. Oh nö, wir sind ja noch eine neuen Quest. Ist mir gar nicht. Und zwar Spiritus-Siegel. Ja, ach, und da waren ja solche Fresspflanzen, da hatte ich irgendwie so Fröschpflanzen oder sowas gesagt. Und das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das so komisch rausgehauen hatte. Schien das auch so bei euch mehr oder weniger recht lustig auch anzukommen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal auch einfach nur noch zuschauen und der Musik lauschen. Obwohl ich schaffe das ja am Ende doch wieder nicht. Weil ich ja doch immer meinen Sabbel irgendwo dazwischen bringe. Das hat jetzt absolut nichts mit Faulheit zu tun, dass ich die restlichen 15 Minuten nicht noch irgendwas sagen kann. Das kann ich durchaus. Aber einfach auch mal so ein bisschen für die Schönheit der Musik, die dahinter liegt. Ein bisschen die Augen oder Ohrenspitzen. Obwohl ich muss mal sagen, vielleicht wenn das wie jetzt so doch recht bedrohlich klingt, hat man dann vielleicht auch nicht mehr so unbedingt die Lust, seine Ohren danach zu spitzen. Auf jeden Fall sind wir ja immer noch im Nesak und ich glaube, da hab ich mich oder werde ich mich auch noch eine Weile aufhalten. Obwohl Nesak hat mir eigentlich so von den Gebieten her auch war, fand ich auch war ein schönes Gebiet. Nesak hat, also das Anfangsgebiet, kann ich jetzt mal sagen, hat mir Spaß gemacht. Jesode. Dann das danach war eigentlich auch schön. Hier Nesak fand ich gut. Dann das danach kam, glaube ich, Rot. Also es werden wir ja aber werden wir ja auch noch sehen. Das fand ich auch damals recht ansprechend. Das hat mir auch gut gefallen. Ups, Entschuldigung, aber ich musste gerade mal eine kleine, ein bisschen meine Tasche aufmachen. Und dann, die machen wir jetzt auch. Vielleicht hat es ja sogar gepasst. Aber die Musik klingt wieder so schön. Und da waren eben gerade auch, na was heißt eben gerade, vor ein paar Sekündchen auch wieder die Froschpflanzen. Aber ich bin noch nicht in der Missionszone. Also ich kann mich erinnern, oder war es nur das kurze bisschen, in der ich in der Missionszone war, das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das werde ich ja auch sehen. Ich bin ja Level 37, das heißt auch gar nicht mehr lange hin, sozusagen, bis zur nächsten Zeitreise. Aber
wenn mich nicht alles täuscht, wurde ja die zweite Schlacht, also das Bollwerk zweite Schlacht, da wo das so rötlich aussah, Tibekut ist ja was anderes. Tibaret, wo das da so rötlich aussah, das hatten sie ja entfernt. Sonst wäre ich ja öfters dahin gegangen. Also, als ich das dann entdeckt hatte. Also, euch steht alles frei, die Folgen gerne nochmal wahlweise anzugucken. Könnt ihr natürlich jederzeit gerne machen, wenn ihr euch nochmal auch angucken wollt, was ich dabei gesagt habe. War einiges im Laufe der Zeit, war natürlich auch sehr, war sinnreich, bin ich ja manchmal, und manchmal einfach nur irgendwelches dämliches Geschwafel. Oh, so ein bisschen lustig auch gerade, oder auch, ja, das ist jetzt die Rubrik Soundtrack, nicht Entspannung, wie in der letzten Folge, sondern da habe ich jetzt einfach die Rubrik Soundtrack genommen. Aber ich hoffe, dass euch das auch gefällt und zusagt. Naja, und ihr seht ja hier, jetzt geht's immer nur Mopkin, Mopkin, Mopkin. Das ist ja, glaube ich, so in der letzten Zeit so ziemlich das. Eigentlich, wenn man sich so überlegt, ist es doch eigentlich immer relativ langweilig. Du killst immer einen Mob nach den anderen und wartest darauf, dass du Level höher steigst. Und trotzdem macht's mir irgendwie noch Spaß, auch wenn es immer nur ein und dasselbe ist. Komisch, oder? Kann man ja mal drüber nachdenken. Aber ich weiß da noch keine Antwort. Vielleicht werde ich die im Laufe des Rückblicks ja erfahren, die Antwort. Hoffentlich, denke ich mal. Ja, das Siegel von Spiritus. Das hat schon noch in sich. Das wird uns oder mich hier noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber wie ihr seht, bin ich ja schon Level 38. Aber leider haben wir immer noch Spiritus-Siegel. Aber es ist ja bloß noch ein Level. Und danach geht's wieder in die Zeitreise. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal wieder wirklich der Musik lauschen und ich mich einfach nur dazu schalte, weil wir sind ja hier die ganze Zeit mit Spiritus Siege beschäftigt und ich glaube, das wird auch erst etwas werden, also anders werden, wenn ich auf Level 39 bin. Und da würde ich einfach sagen, lauschen wir und ich schalte mich dazu, wenn es denn soweit ist.
Obwohl, ich muss natürlich sagen, dass die Musik doch teilweise sehr bedrohlich wirkt. Würde ich einmal behaupten und einmal meinen. Aber auch so ein bisschen, naja, was heißt schnell, aber ja, aus Soundtrack, ich finde, da kann man, aus der Entspannung, da fand ich alles gut, aber aus der Rubrik Soundtrack, das, was jetzt halt hier darin dahinter liegt, finde ich da nicht so atemberaubend. Also einige waren wieder richtig schön, aber das eben gerade, kann ich dem nicht so ohne weiteres zustimmen und sagen, das war schön. Geht nicht so einfach. Oh, und ja, jetzt bin ich ja Level 39 und jetzt bin ich auch, das habe ich jetzt eben gerade ganz verpasst. Jetzt bin ich auch wieder in der Zeitreise. Ach, hier, diese Art Grabkammer. Das fand ich war ja auch recht interessant und hat mir Spaß gemacht. Und die Musik dazu. Bam, 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 bam. Oder so. Irgendwie auch so ein bisschen geheimnisvoll. Aber das war auch eine schöne Zeitreise. Die Zeitreise waren bis jetzt eigentlich alle schön, haben mir Spaß gemacht, bis auf die letzte. Da war ich auch nur ein bisschen neben der Rolle. Was er vielleicht auch mitgekriegt hat, aber das ist ja auch schon eine Weile her. Die nächste Zeitreise, die steht ja dann auch bald wieder an. Oh, und meine Rüstung und so weiter sieht ja auch dann knapp aus. Oh, was ist denn das da für ein Koloss? Kaltherz. Na, den hatte ich ja schnell. Laranek. Und die Höllenhundwache, die war natürlich einfach. Und da sind wir auch schon wieder raus aus der Zeitreise. Ja, das ist schade, dass die immer so relativ schnell erledigt sind. Aber Hurt, fand ich, war von den Farben her, das fand ich bis jetzt das Schönste. So schön bunt, so von der Kombination, so stark kontrastreich. Das hat mir richtig gut gefallen. Und was auch noch gut war, weil ich stehe ja immer so auf die Questreihe, dass ich das dann hier teilweise sehr oft, kann ich mich noch dran erinnern, in Haupt- und Standardquests unterteilt haben, also dass die Personen Haupt- und Standardquests hatten. Was ich aber noch weiß, dadurch, dass ich sehr viel Wasser hatte und ich nur eine kleine Fee bin, bin ich natürlich auch oftmals so ein bisschen untergegangen. Also kann ich mich noch erinnern, gesehen habe ich es gerade nicht, aber möglich wäre es. Worauf hatte ich da jetzt eigentlich gewartet? Sonst bin ich doch hier schnell und da stand ich mal kurz still. Wer weiß, was da... Ja, Krokodiljäger bin ich gerade. Okay. Ich kann mich erinnern, hier hatte ich immer den Quest mit irgendwelchen, um Bienenhonig zu besorgen, wo ich da makutische Goldmünzen bekomme, ausgeführt. Ach, und hier hatte ich... Stimmt, ja, kann mich erinnern, ich hatte alles in einem Fach gelagert, um dann irgendwann mal einen Verkaufsstand aufzumachen. Ja, ich erinnere mich. Mann.
Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte bis immer alles. Erst dachte ich, hätte die Auktion gar nicht schon am erst relativ spät benutzt. Dann habe ich gesehen, dass ich doch relativ zeitig benutzt habe. Dann dachte ich, hätte nie einen Stand aufgemacht, aber sehe gerade, dass ich alles in der Bank lager, um dann vielleicht doch irgendwann mal noch einen Stand aufzumachen. Also war mir so, dass ich es mal gemacht hatte oder hätte. Bosse erledigen Nummer 1, da bin ich gerade dabei, und zwar Noste muss ich als nächstes machen, oder mache ich hier? Ich meine, ich habe das ja schon alles gemacht. Das ist halt ein kleiner Rückblick, was war alles, und dann halt noch in meiner Funktion dazu, so wie ich halt bin, immer noch so ein paar Sachen dazwischen. Oh, und Level 41, supi. Und ich glaube, hier hatte ich dann auch Erfahrungstrank und einen Quest-Erfahrungstrank genommen. Sehr gut. Aber wir sehen immer noch das alte Interface, zumindest was die Skills betrifft. Das Interface, was jetzt ist, seit wann ist denn das? Gute Frage. Da werde ich ja dann sehen, wenn es soweit ist. Bin ich denn eigentlich schon bei DQ? Nein, ich mache immer noch Haupt- und Standard-Quests. Das finde ich ja sehr gut. Aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich hier reinbegeben, um entweder Post zu lesen, beziehungsweise zu beantworten, oder um das Spiel zu beenden. Oder ich fange neu an. Das kann also die Aufnahmesession. Das wäre natürlich auch möglich. Ah, und hier hatte ich mir dann mal jetzt gerade den Umhang hergestellt. Ja. Und wahrscheinlich war hier gerade so um die Weihnachten rum, da ich da eine Weihnachtsfellin-Mütze und es schneit ja auch. Also muss das hier letztes Jahr Winter-Weihnachten gewesen sein. Müsste man noch mal genauer schauen. Aber ich vermute mal, sieht. Ach, und jetzt war, wo ich mal kurz fast ertrunken wäre. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war's das jetzt auch schon wieder für die heutige Folge des Rückblickes. Bis zur nächsten Folge und wir hören mal wieder auf die schöne Musik. Bis dahin, ciao.